Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Max Payne 3 hier in Shinobis Playground. Immer noch im Büro der Polizei, im Polizeirevier. Ist auch zu blicken. Geht nicht, schade. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Da haben wir eine versteckte Waffe in der Küche. Oh, eine in die Buschstube. Oh, spring, spring, spring. Oh, schneller nach. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Hey, hab ich auch einen Löffel voll sogar. Ja, cool, wenn sich jetzt auch irgendwas verändert. I figured I should check out the security monitors while I had the chance. Ja, ich guck mir die ja gleich an. Hier gibt's überall goldene Waffen, das ist ja, als ob die hier auf Bäume wachsen. Hier irgendwas unter. Okay, macht der selber so. So. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up halfwit a commando uniform with special on the front. And let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Das war ein schneller Tod. Warte ich, bis der Rauch weg ist oder sie hier rauskommen. Es ist der ganze Raum voller Raum hier. Okay, der war es nicht, aber ich habe sowieso gerade ein leeres Magazin, also das weiß ich auch nicht. Ach man, das ist gar nicht so leicht hier. Ah.
Mörder! Voll zwischen die Augen. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Jetzt habe ich so ein Laserzielsystem. Hier rein vielleicht? Für 305 Tonnen. Ja, da muss ich wohl rein. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Also Treppensteigen ist eh sportlicher. Aus der Hüfte kann man mit dem Ding auch ganz gut zielen, mit dem Laserzielsystem. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Komm durch da. Okay, das Büro scheint ziemlich unnütz zu sein und vor allem leer. Verzieht und das ist nicht so prickelnd. Vielleicht kann ich ja jetzt vor der Schlacht. Ja, schön. Mal die Waffe wechseln. Oha! Den hatte ich fast vergessen. Wo hat er seine Waffe hingelegt? Da. Hier ist noch. Ah, noch ein Schmerzmittel heißt das Zeug. Dass er da stehen bleibt. Oh, nö. Nee.
ist er immer sicher. Verdammt! Wie soll ich den denn töten? Auch nicht schon wieder alles von vorne. Ups, den vergesse ich jedes Mal wieder. Verdammt, wieso habe ich denn keinen Slower? Ja, das war blöd. Max selber macht es nicht wieder. Ich wollte sowieso gerade sterben, weil... ja, ich das schon wieder verkackt habe hier. Diesmal vergesse ich den noch nicht. So. Drüber hier und jetzt habe ich auch wieder den Slow Motion. Killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. So, hier war doch irgendwas mit Akte untersuchen, oder bin ich im falschen Raum? Naja, nee, war ein anderer Raum. Hier müsste das gewesen sein, genau. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? Den Schock muss ich mir jetzt mal ein paar Drogen reinpfeifen. Ist hier noch was? Hier sieht's schlecht aus. If I didn't hurry, Becker would be long gone. Ja, stress mich nicht. Sieht aber nicht so aus, als ob ich hier noch irgendwas finden würde.
Schade. Ich hatte lange keine goldene Waffe mehr. Special Forces. Sal Paolo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone. And he'd never taken a bribe. Die war das Silber. Jetzt habe ich gerade was anderes von ihm unterbrochen, aber naja. Passiert halt. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Andere machen die Sauerei und man selber muss mal aufräumen. Das nicht mal unfair ist. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Doch, the CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. Aber nur ein ganz kleiner Teil. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks. And there they were, my illustrious employers. Three dead and still, every chance I'd go four for four. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Na, das war's doch schon, das hatte ich ja schon. Mit dieser wundervollen, tollen, super Präsentation beende ich dann auch erstmal diese Folge wieder und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann und bye bye!